Die meisten Golfer bleiben doch deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurück, was Schlaglänge angeht. Und dabei drängt sich jetzt die Frage auf, wo gehen die PS, die wir körperlich zur Verfügung haben, auf dem Wege zum Ball verloren? Das hängt, und damit beschäftigen wir uns in diesem Video, mit einem bestimmten Körpersegment überwiegend zusammen, welches deutlich unterschätzt wird. Dieses Körpersegment sorgt dafür, dass wir kraftvolle und konstante Schläge produzieren können. Und das Essentielle jetzt dabei, wir werden nur dynamisch uns bewegen können und gleichzeitig unseren Körper, insbesondere den Rücken, schonend einsetzen können, wenn wir dieses Körpersegment passend einsetzen. Und dabei handelt es sich um die Schulterpartie, also Brustkorb und Schultern. Wie agieren diese gemeinsam, um die Kraft zu übertragen? Von Beinen über die Hüfte und jetzt das Entscheidende, über die Schultern auf die Arme in den Schläger. Weil nur wenn diese Kette stimmt und häufig geht die Kraft verloren, nämlich genau in der Schulterpartie, nur dann werden wir maximal kraftvolle Schläge produzieren können. Und wir schauen uns jetzt an in Schritt 1, wie bewegen sich die Schultern überhaupt? Dann schauen wir uns ein paar Details an, vor allem ein Detail, was sicherlich neu für dich sein wird, um zu verstehen, wie bewegt sich die Schulterpartie tatsächlich, wie agiert sie. Und im dritten Schritt schauen wir uns natürlich an, wie üben wir das Ganze. Bevor wir uns gleich in Schritt 2 die genauen Details in Bezug auf die Bewegung der Schulterpartie anschauen und einen wichtigen Fallstrick kennenlernen, der im Zusammenhang mit der Hüftbewegung steht, wollen wir uns grob anschauen, wie sich die Schultern während des Golfschwunges verhalten. Wir wollen ein Bild entwickeln, wie die Schultern positioniert sind in den einzelnen Phasen des Golfschwunges. Und das Ganze ist relativ simpel, darstellbar mit Hilfe dieses Tools, mit diesem Hula-Hoop-Reifen, den ich 90 Grad zu meiner Oberkörpervorneigung im Setup positioniere. Und jetzt müssen im Rücksprung meine Schultern lediglich dem Hula-Hoop-Reifen folgen und diesen infolgedessen bewegen. Dabei ist es so, dass meine rechte Schulter nach oben hinten arbeitet. Mein Unterkörper, meine Beine lassen dies zu. Und meine linke Schulter arbeitet nach vorne unten. Dann geht es natürlich zurück in die Ausgangsposition. Du kannst erkennen, die Schräge des Hula-Hoop-Reifens bleibt dabei identisch. Und so schräg, wie der Hula-Hoop-Reifen jetzt positioniert ist, so schräg ist der rote Stick jetzt positioniert. Wenn wir zurück zum Treffmoment arbeiten, ist der Hula-Hoop-Reifen wieder in der entsprechenden Schräge, sodass meine Oberkörpervorneigung konstant bleibt. Jetzt ist meine linke Schulter vorne unten, meine rechte Schulter hinten oben. Und da, wo meine linke Schulter jetzt ist, dahin bewegt sich jetzt meine rechte Schulter. Es ist also ein Austausch von linker Schulter zu rechter Schulter. Und zum Finish hin löse ich dann natürlich noch in meinem Fall meinen rechten Fuß, sodass ich auch entsprechend in die Endposition komme. Wir sind in der Hinsicht jetzt super aufgestellt, als dass wir ein gutes Bild vor Augen haben, wie sich die Schultern während des Schwunges verhalten. Jetzt wollen wir aber, wie anfangs angekündigt, natürlich verstehen, wie setzen wir diese Schulterpartie besonders kraftvoll ein. Und zweitens, wie steht das im Zusammenhang mit Schonung der Wirbelsäule, mit Schonung des Rückens? Das ist relativ simpel, denn die meisten gehen fälschlicherweise davon aus, dass die 90 oder 100 Grad Schulterdrehung, die man jetzt hier sieht, im Verhältnis zu vielleicht 45 Grad Hüftdrehung, vollständig daraus besteht, dass sich die Wirbelsäule verwindet, verwringt. Das ist aber nicht so, denn unsere Schulterpartie, unsere rechte Schulter, genauso wie die linke, diese können wir jeweils im Gelenk separat bewegen, ohne auch nur ein Grad die Wirbelsäule zu verwinden. Ich zeige dir so rum, wenn ich jetzt meine rechte Schulter zurückziehe und meine linke nach vorne bringe, mein Brustbein aber in Position lasse, dann sieht es so aus, als hätte ich mich enorm gedreht, aber meine Wirbelsäule hat sich null gedreht. Ja, das ist ganz entscheidend zu verstehen, denn das kehrt sich natürlich auch im Durchschwung um, durch die Treffphase hindurch. So ähnlich, als würde ich etwas stoßen. Ja, dazu nutze ich nicht nur meinen Körper, sondern ich nutze meine Schulterpartien selbst. Und dementsprechend ist es so, dass wir eine wunderbare Schulterbewegung hier erzeugen können, aber diese ist nur zum Teil auf die Verwindung der Wirbelsäule zurückzuführen. Und zu einem wesentlichen Teil auch darauf zurückzuführen, dass die Schulterpartie nach hinten wandert, die rechte, und die linke nach vorne.
Und dementsprechend haben wir die Schultern geladen. Ja, wir haben die Schulterpartie geladen. Die Wirbelsäule auch leicht verwunden, aber das vollständig, im besten Fall natürlich im Rahmen unserer Beweglichkeit, sodass wir die Wirbelsäule nicht überlasten müssen. Selbiges gilt dann im Durchsprung, dass wir dann nicht die Verwindung jetzt noch massiv vergrößern wollen, wie es vielleicht einige besonders athletische junge Spieler machen, sondern das Verhältnis bleibt ungefähr bestehen und dann durch die Treffphase hindurch können wir wiederum die Schulterpartie für uns nutzen und kraftvoll den Ball schlagen. Das üben wir natürlich gleich in Schritt 3, aber das Verständnis dazu ist zunächst erstmal elementar, denn es gibt ja zwei Klassiker. Nämlich wollen wir eins vermeiden, dann können wir unsere Schulter nämlich nicht kraftvoll einsetzen. Stell dir vor, du hast hier einen Medizinball und willst den seitlich werfen. Das funktioniert nicht, wenn die Schultern im Gelenk hochgezogen sind. Und das passiert immer dann, wenn wir nicht genügend Freiheitsgrade hier im Hüftbereich bei der Beinarbeit zulassen. Jetzt können meine Schulter unten im Gelenk bleiben. Ich bringe sie zwar nach hinten und nach vorne, aber ich ziehe sie nicht hoch als Ausgleichsbewegung, weil mir die Beweglichkeit ausgeht. Dementsprechend ist es fatal, wenn man, für die meisten Spieler zumindest, wenn man versucht, mit dem Unterkörper stabil zu bleiben und den Oberkörper zu verwringen. Dann mache ich jetzt Folgendes. Entweder weiche ich aus und ziehe meine Schulter nach oben. Ich schaffe es ein Stück weit, überlaste meine Wirbelsäule. In jedem Fall ist es aber so, dass ich etwas mache, was weder meiner Gesundheit hilft, noch meinem Golfschwung. Und dann verhält es sich im Absprung so, dass Golfer die Vorstellung haben, mit der Hüfte starten zu wollen. Und das ist durchaus fatal für die allermeisten. Erstens, weil ich meine Wirbelsäule da gegebenenfalls auch wieder überlaste. Wenn mein Brustkorb nämlich nicht adäquat mitarbeitet, das ist Punkt 1. Und wenn ich in den Bereich komme, meine Wirbelsäule hier zu überlasten, dann kommt es dazu, dass ich meine Core-Spannung verliere, meinen Schutz verliere und auch die Möglichkeit verliere, die Core-Spannung dann zu nutzen, um die Kraft richtig zu übertragen und dann kraftvoll zum Treffmoment hin zuzuschlagen. Ganz wichtig beim Üben jetzt, dass wir die richtigen Gefühle bei dir erzeugen, die richtigen Assoziationen nutzen, damit du lernen kannst, deinen gesamten Körper gut einzusetzen und dann die Schultern als Werkzeug zu nutzen, die Kraft vom Körper auf die Arme zu übertragen, damit die Energie auch am Ball ankommt. Und dazu stellen wir uns vor, dass wir einen Medizinball, einen wirklich schweren Medizinball, hier vor uns in den Händen halten und den seitlich, ja, entlang der Ziellinie gedanklich werfen wollen. Dabei merken wir, dass die Beine eine gewisse Spannung haben, der Core eine gewisse Spannung hat, damit wir diese Spannung dann über die Schultern in den Ball hineinbringen können. Und dabei fühlt man, dass der Körper im besten Fall sehr einheitlich arbeitet. Ja? Es ist nicht so, dass wir hier die Ambition hätten, die Hüfte vorauszubringen, auf übertriebene Art und Weise, weil dann würden wir merken, wir verlieren die Spannung im Core-Bereich und können die Arme mit Hilfe der Schultern nicht richtig einsetzen. Dementsprechend suchen wir eher so nach so einer Gemeinsamkeit, nach einer kraftvollen, dynamischen Bewegung über die Beine, über den Core, über die Schultern bis hin zu den Armen, die dann den Ball nach vorne bringen. Selbiges Gefühl, das Gefühl, was wir dabei erarbeitet haben, übertragen wir jetzt auf einen kleinen Pitch, auf einen kleinen Punch und haben die Idee dabei, dass wir die Arme seitlich am Körper versetzen und das kraftvoll, kraftvoll. Ja, die Schulterpartie sorgt dafür, dass die Arme sich am Körper vorbei versetzen und der Schwerpunkt des Schlägerkopfes jetzt möglichst geradlinig in den Schwerpunkt des Balles hineinarbeitet. Ja, dass der Ball möglichst viel Schmerz erfährt, so können wir uns vorstellen. Ja, wir wollen den Ball wirklich mitnehmen mit dem Schläger. Und das machen wir erst in einer kleinen Bewegung, in einem Probeschwung. Kraftvoll. Aus den Beinen, aus dem Core, über die Schultern, geradlinig in den Ball hinein. Und dann üben wir das natürlich auch mit Ball. Ja,
Ich habe jetzt nur das Gefühl, dass ich spannungsgeladen bin, dass ich eine gewisse Grundspannung aufrechterhalten habe. Und das gelingt nur, wenn die Energie von unten nach oben über die Arme in den Körper hineinfließt. Und zu guter Letzt, wenn wir das beherrschen, können wir natürlich dazu übergehen, dann volle Schläge zu machen mit demselben Schwunggefühl. Kleiner abschließender Hinweis noch, unter diesem Video findest du einen Link, über den du dich für ein kostenloses Analysegespräch zu deinem Golfschwung mit uns bewerben kannst. In der Hoffnung, dass wir uns hier bald wiedersehen. Alles Gute!